Hallo Leute, hier ist euer Troll Isakin. Heute mit einem winzig kleinen ausgepackt von Brack, dem Ausweider. Es ist nur ein ganz kleines ausgepackt, es ist nur hier so ein kleiner Blister. Und normalerweise sieht man ja auch schon so ziemlich alles, wenn man im Laden steht. Aber für die unter euch, die den vielleicht online bestellen wollen und ihn noch nicht gesehen haben, machen wir eben dieses kleine, winzig kleine ausgepackt. Und zuerst mal machen wir das Teil auf. Ihr seht schon, das Ganze ist Resin. Hier liegen noch ein Haufen Teile von der Verpackung. Das sollte eigentlich ein. Ich messe lieber nach, wie heißt das? Ja, genau, ein 40er Base sein. Egg Base, schön für Warhammer Fantasy. Gussreste, Gussreste. Also, wir haben unseren hier unseren lustigen. Wie heißt dieser Brack? Nicht Skrack, sondern Brack mit G, mit B. Der steht hier auf so ein paar Schildern. Oder das könnten eigentlich fast Wandsplatten sein. Würde nicht so viel Sinn ergeben, weil er hoffentlich nicht unbedingt seine eigenen Leute so abschlachtet. Aber kann ja alles vorkommen. Ist eigentlich ein sehr schönes Modell. Im Größenvergleich zu einem normalen Ogre, der schon so halb bemalt ist. So ziemlich gleich groß, vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Aber dafür hat er eine. Ja, hier ist ein bisschen verbogen. Das müsste man ein bisschen warm machen, hinkriegen. Mit einem Föhn oder mit einem, oder von mir aus auch in heißem Wasser. So hält er das Teil, dass der hier ein bisschen mehr gerade wird. Und dann ist hier diese lustige Klingensense-Dingens dran. Und hier ist noch die Wandsplatte. Also es sind nicht so viele Teile. Und hat insgesamt nur diese vier Teile. Soweit ich das so erkennen kann, das alles hier ist alles nur Gusshilfen. Das ist das Fahrzeug da schon reingeht. Resin ist da ja immer ein bisschen Panne. Wenn man das irgendwo reinfüllen soll. Oder reinspritzen über den. Und dann hier zwischen auch. Steht noch so ein Messer im Boden. Also alles in allem würde ich sagen, ein sehr schönes Modell. Das ist eigentlich mein Lieblings-Ogre. Na gut, das sind jetzt noch Gussreste im Weg, also ich habe zwar immer ein bisschen was gegen Resin, aber ich glaube, wenn man da die ganzen Gussreste hier so wegmacht, müsste das halbwegs passen. Die Wandsplatte sieht eigentlich auch aus, als wenn die okay wäre. Also Passgenauigkeit scheint da zu sein. Space ist auch wieder super gut geeignet von der Größe her. Nicht unbedingt genau quer, ja, doch, passt sogar genau quer drauf. Also leicht schräg ist euch besser. So, alles in allem ein sehr schönes Modell. Der wird meine Armee schön ergänzen. Mein erster richtiger Ogre-Held. Ich finde der schickste bis jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem ausgepackt, auch wenn es wie gesagt nur ein sehr, sehr kleines war. Und auch nur für die interessant, die sich die nicht im Laden angucken können. Bis dahin war es das von mir und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.